Hallo, ich bin's wieder, der Master. Und heute mache ich das Review von meiner Hose in der Farbe Multicam. Diese Hose wurde von airsoft.at gekauft. Und die genaue Bezeichnung dafür ist Revenger TDU Pants ATP. Und der Hersteller dafür ist Invader Gear. Diese Hose hat 35,90 € gekostet und ist in der Größe S. Wie gesagt, die Farbe davon oder das Tarnmuster davon ist Multicam. Und vielleicht sieht man das Ganze auch noch, dass das in Ripstop-Gewebe ist. Das Ganze ist wirklich verdammt gut verarbeitet. Hier an den Knopfleisten. Wirklich gut genäht. An der Innenseite hat man noch ein Band, damit man den Bauchumfang verringern kann, also dass man das Ganze zusammenschnüren kann. Dann hat man hier dieses Makerl hier, wo das Logo von Invader Gear ist und diese Bezeichnungen auch hier. Ein Nachteil finde ich ist, dass kein Reißverschluss beim Hosenstall ist, sondern eine Knopfleiste. Dadurch dauert das Anziehen etwas länger, aber naja, so oft hat man die Hose ja auch nicht an. An der Innenseite sind diese Taschen hier nicht wirklich professionell gut verarbeitet, aber man kann damit leben. Dann hat man hier diese seitlichen Einschubtaschen, die sind an der Innenseite gut vernäht, also keine Nähte oder sonstiges. Die Gesäßtaschen hinten sind mit zwei Knöpfen verschlossen. Dann hat man hier hinten am Gesäß eine komische Naht, die etwas rundlich ist. Zoom mal weiter weg. So. Das sieht man hier eh ziemlich gut. Dann haben wir die Beintaschen, die etwas schräg angebracht sind. Die werden mit Klettverschluss verschlossen. So. Der Klettverschluss ist auch gut vernäht. Und diese Taschen sind wirklich groß, also da bringt man wirklich viel rein. Und da hat man auch noch hier so einen Gummizug, wo man das Ganze etwas zusammen schnüren kann. Ich hoffe, das sieht man alles recht gut jetzt. Das ist dann zusammengeschnürt hier mit so einem Gummizug. Und das kann man noch natürlich wieder öffnen. Und ganz unten am Bein hat man auch noch eine Tasche an beiden Seiten. Hier, die wird auch mit Klettverschluss verschlossen. Und da kann man auch einiges verstauen. Nicht schlecht. Und ja, vorne an den Knien hat man an beiden Seiten eine Einschubtasche. Also das ist hier nochmal doppelt vernäht. Und da hat man unten einen Klettverschluss hier. Und da könnte man Schonplatten für die Knie reingeben. Ist auch sehr praktisch. Braucht man keine Knieschoner kaufen. Ja, unten an den Beinenden hat man wie bei sehr vielen Hosen zwei so Bänder, damit man das zusammenziehen kann hier unten. Ja, wie gesagt, die Verarbeitung ist für diesen Preis eigentlich ziemlich in Ordnung. Diese Nähte hier sieht re alles recht stabil aus. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt schon alles gesagt habe. Ja, das war's eigentlich.
bei Fragen, sonstiges, bitte wieder fragen und bis zum nächsten Mal.